Hydrophobie. Ich hatte mal einen Fall der Ertrinkungsangst, wenn die Mütter sich ihren Sprösslingen nicht spielerisch widmen, ihnen die Angst vor dem Wasser zu nehmen, wie in diesem Falle, sondern ihre Angst vor dem Abgründigen, vor dem Ungrund, vor dem Urgrund, vor dem Abyss auf das Kind übertragen oder sogar das Kind die Angst haben muss, von der Infernalischen ertränkt zu werden wie eine räudige, überflüssige Katze. Das sind meist so tief sitzende frühkindliche Ängste des Ertränktwerdens oder des Ertrinkens, lässt sich schwer behandeln.